Okay. Heute ist mein Thema Kinder Gottes durch seine Liebe. Und wir beginnen in 1. Johannes 3, Vers 1. Das hat mich sehr, sehr bewegt, weil es eine wunderbare Verheißung ist. Es zeigt sich, was Gott schon getan hat. Sieht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Gott, ich muss ein bisschen Wasser, glaube ich. Ja, ist okay. Wir wollen erkennen, dass diese wunderbare, ich bin immer an dieser eine Schriftstelle oder dieser Vers geblieben, oder Satz, sieht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Es liegt zusammen, es ist zusammen, dass Gott uns seine Liebe gegeben hat, und das bewirkt in uns, dass wir Kinder sind. Gottes Liebe in uns, das ist ein Zeichen oder ein Zeichen, dass wir Kinder Gottes sind, dass er seine Liebe in uns gegeben hat. Er hat uns seine Liebe gegeben, er hat uns von seinen Wesen, also Gott ist die Liebe, wir singen das Lied, aber früher haben wir es gesungen, Gott ist die Liebe. Er hat uns von seinen Wesen gegeben, von ihm selbst, in unsere Herzen. Deswegen heißen wir Gottes Kinder, weil er uns gegeben hat. Wir sind Kinder Gottes, Kinder des Königs und Kinder des Allerhöchsten. Und das wollen wir betrachten heute, was Gott für uns für ein Verhältnis, was ein Verhältnis uns geschenkt ist, was für ein Verhältnis uns geschenkt ist, Deutsch ist ganz einfach manchmal. Wir wollen das sehen, dass wir Kinder sind. Dass wir sind keine Waisenkinder. Wir sind nicht jetzt irgendwie weit entfernt oder nur, wir können von Gott betrachten, aber wir können nicht von ihm wissen oder nur ganz wenig von ihm wissen. Gottes Wort sagt, dass wir sind seine Kinder. Und das ist was ganz Besonderes. Er hat das alles gemacht und wir wollen das heute betrachten, was er in uns gewirkt hat, was er uns geschenkt hat. Aber das Wichtige für mich ist, dass wir wenn du von Neuem geboren bist, wenn du aus Gott geboren bist, dann hast du ein ganz anderes Verhältnis jetzt zu Gott. Das ist Gott uns geschenkt und Gott hat uns nahegebracht zu ihm. In Römer 8, 15 bis 17 lesen wir, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also der Geist Gottes ist das, der in uns bewirkt, der Wiedergeburt. Aber es ist nicht nur schwarz auf weiß, sondern es ist innen drin, dass wir erkennen können, dass der Geist zu uns Zeugnis gibt. Der Geist gibt Zeugnis, mein Geist und dein Geist, dass du Kinder Gottes bist. Du bist aus Gott geboren. Alle aus Gott geboren sind, überwinden die Welt. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wir singen nicht weiter. Es ist 20 Versen, da wird zu lang. Aber das ist, was wir sind. Und darum ist unsere Zuversicht. Unsere Zuversicht hängt zusammen mit diesen Dingen, wie wir auch Gott begegnen können, wie wir zu Gott kommen können. Nicht als arme Bettler. Da gab es ein Lied früher, glaube ich. Irgendwas mit Bettlern. Das fand ich nicht gut. Wir betteln nicht. Ein Kind des Allerhöchsten muss nicht betteln. Ein Kind Gottes muss nicht betteln. Wir haben Ehrfurcht vor diesem Namen. Wir sind Gott, Kinder Gottes, und wir haben aber Ehrfurcht,
weil wir wissen, was Gott an uns getan hat. Wir wissen, dass Gott in der wunderbaren Lieder, die wir heute gesungen haben, besonders der letzte jetzt vor dem Abendmahl, dass er uns alles vergeben hat. Alle unsere Vergehungen, alles das Schlechte von uns, alles hat uns vergeben. Und es steht auch geschrieben, dass er gedenkt es nicht. Ich glaube, ich habe das in der Predigt letzte Woche erwähnt, dass Gott es nicht gedenkt. Er schreibt nicht im Buch, Michael Bowd hat so und so Sünde, nicht noch länger, geht da. Hat er nicht im Buch. Hat er nicht. Mit Gott steht, wenn Gott Notizen werden über unsere Vergangenheit, wenn er Notizen, dann werden wir nirgendwo, dann können wir nirgendwo hin. Wir können nicht zu Gott. Aber weil er uns vergibt, gibt es uns Zuversicht. Amen. Zuversicht, zu ihm zu kommen. Das ist das, diese Verhältnis. Und wir wollen von so, dieser Liebe aber, es ist durch seine Liebe. Das heißt, Gott spricht zu uns, er spricht zu uns in sein Wort, aber gleichzeitig schenkt uns von seinem Geist, damit wir es auch wissen. Er sagt, es ist alles gut. Es heißt, alles, was in das Wort geschrieben ist, es ist für dich. Also der Geist Gottes bestätigt das, was Gott in uns getan hat. Ne? Wir sind Kinder Gottes. Das ist wunderbar, nochmal das anzugucken. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Ein Sohnschaft, der Sohnschaft, Söhne und Töchter Gottes, hat er uns gemacht. Wir können es nicht verdienen. Wir können nicht zur Universität gehen und es erlernen. Wir können nirgendwo das irgendwie verdienen oder irgendwo nah rankommen. Es ist nur ein Geschenk. Ein Geschenk Gottes. Was alles ist, was Gott uns gibt, ist geschenkt. Alles. Die Vergebung. The Lord bless the baby. Alles, was uns Gott gegeben hat, ist geschenkt. Wir können es nie verdienen. Wir können es nie, auch wenn wir es bekommen, auch wenn wir es verstehen, du kannst nicht dafür arbeiten, um Dank zu sagen. Danke, Herr, ich versuche mein Bestes jetzt. Wir müssen nicht. Das ist aus Gnade. Weil aus Gnade ist auch Freiheit. Also Freiheit und Freude, Gott dankbar zu, gegenüber. Wir sind Gottes Kinder. Du bist ein Sohn oder ein Töchter des Allerhöchsten. Und das ist wunderbar. Wir lesen weiter jetzt in 1. Johannes 3, 2 bis 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Er wiederholt es, ne? Obwohl es in Weiß auch, aber es ist so wichtig. Er möchte, dass wir das auch gründen, in uns festnehmen, fest daran festhalten, was Gott ist. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Auch da ist eine Gewissheit, und das kommt nur von dem Geist Gottes, der uns diese Dinge offenbart in unserem Leben. Wir wissen, wir werden wird, ihm gleich sein werden. Und da habe ich dann, es war heute Morgen schon dieser Gedanke, dann sind wir in das Bild seines Sohnes ganz umgestaltet. Wenn der Tag kommt, wenn wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht, sehen ihm gegenüber, dann ist es vollbracht, dann ist der Bild, dann sind wir umgewandelt. Heißt es auch, in einem Twinkling of an Eye, in Augenzwitscher, würden wir verändern. Nicht? Wenn wir ihn sehen, werden wir die Vollendung, und wenn wir ihm gleich sein, dann werden wir immer bei ihm sein und immer bei ihm bleiben. Das ist Freude. Amen. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Dann ist viel mehr diese Stelle in Jakobus 1, 27, ich glaube, du hast es nicht da, aber es ist okay. Ich lese es vor. 1, 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott
und dem Vater ist diese, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Also das ist bei uns unser Wandel, dass wir nicht hingezogen sind zu Dingen der Welt. Also du kannst nicht rumfahren. Ich bin bei der Sparkasse, ich fahre ein bisschen so rum. Aber du kannst nicht in so schlimme Werbung jetzt. Ich habe es mir vorgenommen, ich gucke gar nichts. Es ist überall in der Stadt. Weißt du, was ich von rede? Von der Stadt. Ich muss fahren, ich darf nicht gucken. Ich will auch nicht gucken. Ich will mich nicht verunreinigen. Und das ist nicht nur diese, das kommt immer wieder. Aber das sind die Dinge in unserem Wandel, dass wir unser Wandel vor dem Herrn, dass wir uns bemühen, dass wir tun das, was Gott gefällt, dass wir uns reinhalten. Versteht ihr mich, ja? Gott schenkt uns dazu Gnade, aber das ist auch in Gottes Wort, was wir tun. Ne? Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er reinigt. Dass wir ständig, dass wir in Gottes Wort reingehen, im Wasserbad des Wortes, das ist auch wunderbar. Und es hilft uns, es reinigt uns, das Wort auch reinigt uns. Dass wir in ihm bleiben. Wir bleiben in Jesus. Und wenn du in Jesus bleibst, dann bleibst du auch in sein Wort. Und das hat eine Auswirkung in uns. Eine Auswirkung der Reinigung. Wir sehen das jetzt in Kolosser 3, 3 bis 4. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann würdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das ist so eine Parallelstelle zu das, was wir gerade gelesen haben. Wir werden ihm sehen, wie er ist. Und weil Jesus in Herrlichkeit ist, werden wir auch verherrlicht. Wir werden in diese Herrlichkeit eingenommen. Wir sind auch, glaube ich, in Thessalonicher heißt es, wir sind berufen zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit. So hat uns, das ist der Zukunft. Und wir schmecken schon jetzt, wir schmecken jetzt nur ein bisschen, nicht wahr? Weil der in uns wohnt. Gott wohnt in uns. Der Heilige Geist wohnt in uns und wir schmecken schon. Wir haben jetzt einen Vorgeschmack. Der Heilige Geist ist der Pfand, steht es geschrieben, das Pfand für unsere Erlösung. Wir haben Vorgeschmack schon. Schon jetzt ein bisschen Vorgeschmack. Moment. Wir sind nicht wie die Sekten oder sonst was, die über Gott und die Gott nicht kennen. Wir dürfen schmecken. Schmecken und sieh, wie gut der Herr ist, als da geschrieben, nicht wahr? Schmecket. Und das ist uns auch unsere Freude. Da kommt auch unsere Freude hier im Herrn. Die Freude am Herrn, unsere Kraft. Juhu! Wenn wir werden schwach, wir kommen manchmal ein bisschen schwach oder Mittwoch schwach, aber der Herr gibt neu. Die auf den Herrn harren, wir kommen. Amen. Oh, gut. Ist heute unterrichtet. Juhu! Und das ist auch wahr. Wir müssen natürlich das machen. Wir müssen diese daran erinnern, wenn wir in Schwachheit kommen, dass wir daran erinnern, was sagt Gottes Wort. Was tun wir? Und wir leben aus dem Glauben und nicht aus dem Schauen, nicht wahr? Und in diese Dinge, weil das sind die täglichen Dinge, wo wir öfters schwach werden, nicht wahr? Ihr ackert alle, ihr ganz schwer, wie Ackergau, arbeitet ihr, ne? Aber der Herr gibt neu, er gibt neues Kraft. Er schenkt aus seinem Heiligtum. Haben wir auch heute von dem Psalm 23, ne, dass er führt mich zum frischen Wasser. Ne? Quiet waters in Englisch. Und wir dürfen trinken, wir dürfen stille, manchmal stiller sein. Und danke Herr, dass du mir was zu trinken gibst. Und er gibt uns das reichlich. Seine Kinder. Er hat eine unsiegbare Quelle. Unversiegbare Quelle. Danke, ist meine Frau, ist meine Deutschlehrerin. Durch seine Liebe hat Gott uns bewiesen, was er uns alles geschenkt hat. Und wir dürfen die Verheißung, wir dürfen schauen in Gottes Wort hinein und entdecken. Deswegen ist das Wort eine Schatzkiste. Es ist eine Schatzkiste.
Und hier sind die wunderbaren torischen Verheißungen uns gegeben. Hier steht das, was Gott in uns gemacht, was er getan hat, was er in uns hineingelegt hat, was uns ist, was uns gegeben hat, was er geteilt hat. Gott teilt von sich, er gibt von sich uns. Er gibt uns das, damit wir wissen können, damit wir nicht darüber reden, wie es ist, sondern wir wissen, wie es ist. Wir wissen, was Gott uns gegeben hat. Gott ist wunderbar, Gott ist barmherzig. Er ist reich und barmherzig. Wir lesen jetzt Epheser 2, 4 bis 6. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seine vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr rettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den Himmelswelt in Christus Jesus. Aber zu diesem ersten Vers, dass Gott reich an Barmherzigkeit hat um seine vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat. Aber ich mag die English Version. The English Version says, but because of his great love for us. Wegen seiner großen Liebe für uns. Because of his great love. Gott hat eine große Liebe für uns. Und darum hat er uns gerettet. Darum hat er dir nachgegangen. Darum hat er dich gesucht, als du verloren warst. Darum ist er dir nachgegangen, um dich zu nehmen. Ist in der Finsternis gegangen, ne? Hat dich rausgeholt. Wir sehen das auch jetzt in Gottes Wort, was er getan hat. Er hat uns aus der Finsternis gerettet, aber er hat uns aber durch seine Barmherzigkeit, durch seine Liebe zu uns, hat er das getan. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. In der Himmelswelt in Christus Jesus. Mit auferweckt und mitsitzen lassen. Nie wie Jesus, auch der jetzt die Täuflinge nicht aus dem Tod. Sind wir raus? Wir waren auch tot in den Sündenvergehungen. Wir waren tot und Jesus hat uns lebendig gemacht. Wir waren tot, unser Geist tot. Tot als ein Kirchenmaus. Hat uns lebendig gemacht. Wir wussten, die weiß auch selber. Ich weiß ganz genau, als ich nicht gerettet war, wusste ich von Gott gar nichts, wollte ich von Gott wissen. Überhaupt nichts. Er war mir fremd und nur, hat keine Bedeutung, das Wort Gott. Aber das hat Gott nicht gehindert, mich zu retten. In seiner großen Liebe, ist er mir nachgekommen und mich gerufen, wahrscheinlich ganz laut, weil ich hier stehe heute, hat er mich gerufen und gerettet. Und dein Wort ist der Schatzkammer, all das, was er getan und was er mir geschenkt und euch auch, die hier sitzt heute. Gott ist wunderbar, wunderbar zu retten. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wir lesen an der anderen Stelle dazu, Kolosser 1, 12 bis 13. Dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Amen. Das ist eine wunderbare eine Stelle, das zeigt genau, was er getan hat. Er hat uns raus aus der Finsternis, in Englisch auch schön, in the dominion of darkness. Er hat uns in the dominion of darkness und versetzt in the kingdom of his son. Und da sind wir dann nicht mehr in der Finsternis, wir gehören auch nicht mehr dazu. Wir sind jetzt Kinder des Lichts. Du bist Kinder des Lichts, weil der Herr in dein Herzen, der Schein Jesus in dein Herzen geoffenbart hat. Der Schein, der Herrlichkeit Jesu in dein Herzen. Das hat uns, darum sind wir so froh, darum können wir ruhen, darum können wir stehen und sagen, was Gott getan hat.
Wir reden nicht über eine Sache, wir reden, sondern was er getan hat. Es ist zwei Unterschiede, nicht? Wir, manche Leute, die haben von Jesus gehört, und manche Leute haben Jesus kennengelernt. Das ist eine ganze Welt der Unterschied. Und ich denke, dass die Leute hier, die Geschwister, die haben Jesus kennengelernt. Amen. Meister des Lebens, ne? Das wunderbare auch ein Lied, dass er unser Herr ist, er unser König und Gott. He is our Lord. He is our Lord and our God. Und das ist der Bekenntnis und das wissen wir. Und das hat der Geist Gottes uns vermittelt. Und wir müssen daran halten, festhalten. Und diese Dinge lass dich nicht abirren durch Anfechtung oder sonst was. Oder lass dich nicht von Geschwistern irgendwie, manche so, die sagen, ich liebe den Herrn, dann haben die Probleme mit ihren Geschwistern, dann kommen die nicht mehr zur Kirche. Das ist nicht gut. Das gefällt dem Herrn nicht. Wenn wir sollen mit unseren Geschwistern, wenn wir, vielleicht ist es jetzt dran, vielleicht habt ihr einige mit euch untereinander Probleme, wäre versöhnt, versöhnt euch vor dem Herrn. Wenn ihr was habt, versöhnt euch miteinander. Und dass der Herr das gefällt, ist auch wichtig, ne? Habe ich neulich gelesen über Vergebung. Wenn du deine Schwester oder deine Bruder nicht von Herzen vergibst, wird der Herr dir nicht vergeben. Das ist sehr ernst, aber das ist aber ganz wahr. Wenn du deine Bruder oder Schwester nicht vergeben kannst vom Herzen, wird der Herr dir nicht vergeben. Dann kannst du keinen, dann ist kein Ruhm. Also müssen wir manchmal ein bisschen Herzensarbeit daran tun, wenn irgendwas ist. Es kommt vor. Es kommt vor, dass wir miteinander irgendwie, ne, dann blitzt es, ne? Wenn zwei Brüder und Schwestern aneinander geraten, es kann dann Tschung, Funken geben. Aber wir müssen lernen, Gott zu gefallen, auch wenn wir verletzt worden sind. Es ist nicht einfach, ich weiß. Aber wir wollen sagen, Herr, ist manchmal nicht einfach, aber du hilfst mir. Und ich will gehorsam sein. Wollt ihr auch gehorsam sein? Amen. Das tun wir auch. Wir tun das, um Gott zu gefallen. Ich bin ein paar Jahre im Glauben, jetzt nicht so lang. Die Jahre gehen so. Aber es gibt immer irgendwas. Es gibt immer jemanden, der sich auf die Füße tretet. Der weiß, manchmal wissen die nicht. Manchmal die mir Schwester oder Bruder, die sind nicht auf deinen Fuß und wissen nicht, dass der ihre Schuhe mit Stahlkappe auf deinen auf deinem Barfuß mit Socken. Er weiß es nicht. Wir müssen lernen da. Wir müssen lernen, es immer Gott geben, immer den Herrn wiedergeben, die Dinge. Herr, du weißt, du weißt, du weißt, was in den Herzen der Schwester oder Brüder ist, und du weißt, was in meinem Herzen ist. Also, dass wir darin, weil das, wenn wir nicht das tun, wenn wir nicht so handeln, dann wird es uns ganz schlecht gehen, dann wird es uns nicht gut gehen. Dann fehlt was bei uns. Weil wir in Gottes sozusagen in Ungnaden sind. So schwer es ist, Gott ist die Liebe, er hat uns erlöst, aber wenn wir Dinge, die einfachsten Dinge, was er will, tun oder umsetzen, dann werden wir Probleme haben. Also bitte, wenn ihr was habt, oder du, oder andersrum, steht auch, es steht geschrieben, wenn du weißt, dass jemand was gegen dich hat, das steht geschrieben. Wenn du weißt, dass jemand gegen dich was hat, dann merkt man auch, ne? Kennst du das? Wenn du zu den Brüdern kommst, dann gibst du den Hand einfach so. Oder die Schwester, ne? Du guckst ihm an und guckst so. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Oder was ist passiert? Also bitte Geschwister, achte darauf, dass wir das tun, dass, um dem Herrn zu gefallen. Macht ihr das, ja? Gut. Kolosse, ja? Ja, er hat uns auch nochmal dazu, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind das Reich, das ewige Reich, wir sind in das Reich. Er ist in uns drin ist das Reich Gottes. Und der Geist Gottes hilft uns, er lasst uns, er leitet uns in aller Wahrheit, er führt uns den Weg, wie er gehen soll. Und unterrichtete uns. Wir brauchen uns nicht zu sorgen. Er tut das, was er sagt. Wenn wir in der Gemeinschaft mit dem Herrn bleiben, in seinem Wort.
Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Nenne ich mir dieses Lied. Er hat seine Macht erwiesen, er hat mächtig triumphiert. Er ist Sieger über Finsternis und Tod. Er hat die Ketten zerbrochen, die Gefangenen befreit. Durch seine Gnade sind wir erlöst. Halleluja, 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 der Herr regiert. Woo! Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er regiert. Amen. Er regiert in uns. Er regiert in dir. Und das ist ein wunderbares Lied, das ich beim Vorbereiten wollte. Ich kann mich gleich in dieses Lied. Weil das ist ein Lied in das, was er getan hat. Es ist ein Lied, der genau betrifft das, was er gemacht hat. Er ist Sieger über Finsternis und Tod. Er hat die Ketten zerbrochen, die Gefangenen befreit. Durch seine Gnade sind wir erlöst. Das sind wir. Wir sind die Gefangenen gewesen. Wir sind die Gefangenen gewesen. Wir waren gefangen in Sünde und Tod. Wir waren gefangen in der Reich der Dunkelheit. Wir waren gefangen. Aber der Herr kommt. Er ist Sieger. Wuhu! Er greift uns. Er hat uns gegriffen, an der Hand genommen. Und hat uns wissen lassen. Ich kann genau erinnern, wo als ich gerettet wurde. Ich weiß ganz genau, wo das war. Als ich damals in Berlin den Altar ruf, das hat mir der Herr das alles vorbereitet. Er hat mir vorgearbeitet, bis ich mein Leben gab. Ich konnte nicht warten, mein Leben zu geben. Ich konnte nicht warten. Bis ich sagte, er wird bestimmt einen Altarruf machen jetzt. Ich war so in meinem Sitz. I was ready to go. Und ich bin richtig da vorne gesprungen. Ich war so. Und ich weiß, an dem Tag, wo ich zurückgelaufen bin zu der Wohnung, ich habe so. Ich weiß gar nicht, warum ich mich gefreut habe, aber ich wusste nicht, worüber. Ich habe gerade in dem Gebiet mein Leben Jesus gegeben und er ist eingekehrt bei mir. Und ich bin zu Hause gelaufen und ich wusste warum ich mich freue. Ich musste in den Worten, ich habe ein wunderbar damals, wenn ich heute das Bibel lese, dachte ich, oh, aber damals war es für mich Gold, es war Gold. Der Weg, das war Englisch, the way, das war so Paperback, ne? So in Englisch, und ich habe es verschluckt, ich habe alles verschluckt. Trinke, esse. Und da wuchs dann diese Freude, da wuchs die Erkenntnis Gottes in uns. Und das ist, was der Herr will, dass seine Erkenntnis in uns vermehrt wird. Mehr und mehr. Dass wir mehr und mehr zu der Kenntnis des Herrn, was in Petrus, glaube ich, der letzte Brief, und wachset in der Erkenntnis, in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn. Wachset. Und diese beiden, die muss vorhanden sein. Erkenntnis bleibt, wenn nur Erkenntnis ist, dann bläht Kenntnis auf. Wenn nur Knowledge, dann bläht es auf. Es muss Gnade und Erkenntnis, die zusammengehen. Damit, wenn wir reden, aus Gnade, gnädig, ne? Dass ihr gnädig wird, wenn, oder reden, ne? So, das schön, nicht hart und nicht gesetzt, und es ist geschrieben und so. Dass wir zueinander lieb sind. Ne? Und das, was der Herr uns gesegnet hat, in unserem Leben, dass wir weitergeben. Seine Gnade, ne? Es ist die Gnade. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Steht auch in Epheser, ne? Aus Gnade seid ihr gerettet worden und nicht aus Werken. Keine ganz einfach von gut zu gut. Gott, hast du mich gesehen? Hast du gesehen, wie gut ich bin? Gott sagt, hä? Von wem redest du? Weißt du nicht, dass du von Gnade gerettet bist? Aus Gnade, aus lauter Liebe hat der Herr uns gerettet. Und so soll es bleiben in dieser Hinsicht. Was hat er uns alles geschenkt? Aus lauter Liebe
Und weil wir seine geliebten Kinder sind durch Wiedergeburt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist in uns drin. Das ist nicht außerhalb zu finden. Wir finden nicht die Sachen außerhalb oder so, sondern es ist drin. Die Verheißungen und das, was Gott dir gegeben hat, muss drin. Ein fester Bestandteil deines Lebens. Ein fester Bestandteil in deinem Geist, dass du weißt. Ich weiß, da. Kennst du dieses Lied? Ja, aber da kommt da. Meine Lüse lebt, meine Lüse lebt, meine Lüse lebt. Wuhu! Wir wissen das. Darum, weil wir es wissen, ist nicht so irgendwo da. Oh, der hat den Herrn, der kennt den Herrn. Nee, wir kennen auch den Herrn. Und er kennt uns. Er kennt dich. Er kennt mich. Wo wir seine geliebten Kinder sind, wir, hat der Sven gesagt heute, glaube ich, wir sind sein Eigentum. Wir gehören uns nicht mehr selber. Wir gehören uns nicht selber zu uns, dass wir verfügen über unserem Leben, was wir tun, sondern der Herr verfügt jetzt über unserem Leben. Und er bahnt den Weg für uns. Er bahnt, wo wir hingehen. So, unseren Weg kennt er. Ich glaube, in Sprüche ist auch ein Wort, ne? Der Herr kennt unseren Weg. Also der kennt den Weg, den wir gehen sollen. Und wie sollen wir das erkennen? Steht das Wort. Ich glaube, in den Sprüche. Wie kann der Mensch es selbst denn erkennen? Also der kennt, was, wo wir gehen sollen, wo alles wir hin, was wir tun, wo wir reisen. Sonst kennt der Herr alles. Er weiß schon vorher alles, bevor wir es wissen. Und wenn wir rausfinden und sagen, oh Herr, guck mal. Und er sagt, ja, ich weiß Bescheid. Ich war schon lange Bescheid. Amen? Der Herr, wir überraschen den Herrn nicht, aber er überrascht uns. Amen? Er überrascht uns. Was hat er uns alle geschenkt? Aus lauter Liebe, weil wir seine geliebten Kinder sind, durch Wiedergeburt haben wir durch die Verheißungen Anteil bekommen an der göttlichen Natur. Was? Ja. Wir haben gerade gelesen, dass wir aus Gott geboren. Wir haben gerade gelesen, dass Gott, das Geist seine Sohn in unsere Herzen gegeben hat, dass wir Gottes Kinder sind jetzt. Wir wissen das. Wir gehören jemand anderes. Das ist wunderbar. Ich habe noch einen Satz, aber der kommt später. Das ist wunderbar in diesem Zusammenhang. 2. Petrus 1, 3 bis 4. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Du musst nur die andere Tor meiner Predigt nehmen. Wo habe ich das? Hold on a minute. Dauert ja nur eine Stunde, aber ich nicht finde. Das habe ich ja noch nie erlebt. Nicht darunter gefallen, nicht? Nee. Tja. Ah. Ich war hinter meiner Bibel versteckt. Okay. Wir können weitergehen. Schön ruhig, schön beruhigt. Da liest ihr das Beginn von vorne an. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Wie viel hat uns, was hat uns geschenkt? Alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhabe der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Wir sehen, was Gott uns, was er uns gibt, was er uns zu berufen hat. An seiner Natur,
Die göttliche Natur, dass wir Teilhabe sind dran. Dass ich dann ganz in Gott, dass wir ganz in Gott Gottes Kinder sind. Dass wir nicht der alte Schöpfung. Ich glaube, ich hatte das, wenn ich mich hier aufgeschrieben habe, das war mir sehr wichtig, die Gedanke. Vielleicht habe ich dir geschrieben. Nee, aber jedenfalls, wir waren den Tod geweiht, ne, als wir geboren sind in der Welt, die Sünde in uns, und wir gingen unseren Weg. Wir waren den Tod geweiht, Richtung Tod. Aber der Herr hat dich unterbrochen. Er ist reingekommen in diese Zeit, in seine Zeit, und hat uns weggenommen. Und jetzt ist unsere Richtung, früher war es Richtung Tod, aber jetzt in Christus ist Richtung ewiges Leben. Denn er hat uns ewiges Leben gegeben, nicht wahr? Und das ist wunderbar. Wir sind seine Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und keiner wird aus meiner Hand reißen und keiner wird aus dem Vaters Hand reißen. Das habe ich gerade gestern gelesen, auch in Johannes. Also, wir sind seine Schafe. Wir hören seine Stimme. Und das ist wunderbar, dass wir, manche sagen, ich höre nicht von Gott. Dann musst du den Wachs aus den Ohren rausnehmen, wenn du Gott nicht hörst. Wir können, wir sind dazu befähigt. Die Befähigung kommt von dem Geist Gottes. Er wird uns in alle Wahrheit leiten. Er wird zu uns sprechen, er spricht zu dir, er wird dich unterweisen. Seine Schafe hören seine Stimme. Bist du alle von seinen Schafen? Bist du des Herrn Schaf? Mäh, dann sag mäh. Versteht, was ich meine? Manchmal, wir stellen das in Frage. Es steht da geschrieben, dann stellen wir es in Frage und sagen wir, ich höre nicht und ich weiß nicht, ob ich von Gott höre. Das will der Feind ganz gut. Das gefällt dem Feind ganz gut, dass du glaubst, dass du nicht hören kannst. Aber der Herr sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich gebe ihm das ewige Leben. Und wunderbar ist auch, dass keiner kann sich aus seiner Hand reißen und auch des Vaters Hand reißen. Ich habe das so ein Bild, dass ich oder du, nee, und der Vater ist diese Hand und der Herr diese Hand. Keiner kann uns aus seiner Hand reißen. Du bist ganz sicher. Amen. Keiner kann dich wegklauen. Lass den Feind dich nicht einreden. Lass den Feind dich nicht einreden mit irgendwelcher Quatsch und Quatsch mit Soße. Er kann dich nicht aus der Hand des Herrn reißen. Keiner kann. Und wir wollen so in bleiben, in ihm. Hier, damit ihr durch die Teilhabe der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Dass wir daran teilnehmen, dass er dieses Werk in uns vorbringt, ne? Dass er diese Verwandlung, ich glaube, ich habe genau am vorne gesagt, ne? Dass wir verwandelt wird in das Bild, auch in Römer, ne? Dass wir verwandelt wird in das Ebenbild Jesu. Wir werden verändert, unsere Wesen wird verändert. Wir können es sehen, wir können es jetzt so sehen, aber inwendig steht es, Gefäß. Und dieses Mensch hier ist nicht das Endprodukt, ne? Wenn ich sterbe, oder was immer, oder entrückt, dann hat der Herr was Neues für dich. Das ist nicht das Endziel, das ist nicht die Endstation oder der Endbau. Das ist der alte Bau. Aber es wird von Gott, das Unsterbliche, das Unsterbliche wird über das Sterbliche, über uns. Und dann scheinen wir. Und wir alle heißen dann mit Namen Mike Shiny, Eva Shiny, Birgit Shiny. Amen. Ja, sind wir verherrlicht dann. In ihm, das ist unser Ziel, unser Glauben, liebe Geschwister. Wir wandeln im Glauben dahin, das ist unser Ziel. Wir haben ein Ziel. Wir sind nicht ziellos, sondern wir haben ein Ziel im Herrn und wir gehen Richtung ihm. Und bald ist es soweit. Bald kommt er her. Bald wird die Posaune schallen. Ne? Und wir würden diese Posaune hören. Jolalauti! Wir werden diese Posaune hören. Und dann waren wir wuff, ab die Post. Himmelspost, nehme ich.
Amen, da warten wir drauf. Da warten wir drauf. Das ist unsere Hoffnung in uns, dass der Herr uns gegeben hat. So dass wir ganz und gar Himmelsbürger sind. Ah, da ist dieser, mein Satz. Uns gehören wir einer gefallenen Natur an, den Tod geweiht, aber jetzt gehören wir der neuen Schöpfung an und erwarten ewiges Leben. Eine neue Schöpfung, nie mehr verloren. Das Alte ist vorbei, ich bin neu geboren. Als Überwinder und noch viel mehr. Eine neue Schöpfung, preist im Herrn so fair. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist neu in Gott. Gott sieht dich. Er sieht nicht diese Äußerliche, er sieht da, was er geschaffen hat, was der Unsichtbare. Was uns unsichtbar und die Unsichtbare, Gott sieht es aber. Was wir nicht sehen, aber was wir spüren, was wir wissen von Gottes Wort, was wir daran glauben. Das hat Gott getan. Alles, von Anfang bis zum Ende, hat Gott dieses Werk in dir begonnen. Ne? Er hat ein Werk in dir begonnen und bringt es zur Vollendung. Er bringt es. Und wenn wir ihn sehen, dann sind wir verändert, dann sind wir vollkommen in seinem Bild umgewandelt. Und dann schauen wir, dann strahlen wir. Nicht nur shiny, sondern Strahler. Das ist auch so gut, ne? Strahler, Kinder Gottes. Meine letzte Stelle, das finden wir in 1. Petrus 5, 10 bis 11. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Wozu hat Gott uns berufen? Zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird, der Herr selbst in dein Leben, er wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, auch schaut drin, aber wir überwinden alles, wir können alles ertragen in dem Herrn, vollkommen machen. Er wird dich vollkommen machen. Das ist ein schönes Wort, ne? Perfect English. He will make you perfect. Vollkommen machen. Er tut es in dir. Er tut es. Und du kannst ihn fragen, meinst du das wirklich vollkommen? Ja, ist in Englisch auch perfect. Vollkommen machen, stärken, gründen. Dieses Ding wirkt in uns, dass du stehen kannst, auch wenn ihr leiden muss, auch wenn es Anfechtung ist. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Das ist das, wo wir uns darauf bauen können. Ne? Er tut es. Das gute Werk, den meine Geschwister euch vorgebracht hat, wird es vollenden. Amen. Glaubst du das? Amen. Amen. Amen.